Hallo, ich bin Jonas Flint, Gründer der DJ Technology GmbH. Ich bin 30 Jahre alt und ja, habe vorher an der Universität promoviert, also erst studiert, dann promoviert. Da habe ich meinen Mitgründer Degol Woldegabe kennengelernt und etwas ganz Verrücktes gemacht. Er hat es hinbekommen, dass zwei Notebooks miteinander kommuniziert haben, ohne Netzwerk, ohne WLAN, Bluetooth, Ethernet, LTE, was auch immer. Indem er einfach zwei ganz normale Notebooks genommen hat und über den Lautsprecher und Mikrofon Daten verschickt hat. Und das Ganze nutzen wir, um mit ganz normalen Lautsprechern im Einzelhandel, also im Supermarkt, im Shoppingcenter, das Handy zu orten. Das heißt, das Handy hört, wo es sich befindet. Das Ganze machen wir über nicht hörbare Töne, sogenanntem Ultraschall. Das heißt, unsere Ohren hören das nicht, aber unsere Smartphones können das hören. Also Ultraschall oder Schall ist nur ein Medium oder ist eigentlich nur ein Teil des Mediums. Das Medium ist Luft und ich kann dann bestimmte Sachen darauf modulieren. Also ich kann mit WLAN ist ja auch nur Luft. Und WLAN hat aber eine ganz, ganz hohe Frequenz bei 2,4 GHz und Schall hat eine relativ geringe Frequenz mit nur mehreren Kilohertz. Anfang August hatten wir die Möglichkeit, beim Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur unsere Idee Cupango vorzustellen und konnten uns gegen 30 andere Bewerber durchsetzen. Es gab am Endeffekt drei Gewinner. Einer davon waren wir, aus dem einfachen Grund, weil wir ein riesiges Problem dieses Jahrzehnts oder Jahrhunderts lösen. Und zwar, wo befinde ich mich in einem Raum? Wir wissen das außerhalb eines Gebäudes, wissen wir das ganz genau. Wir wissen, wo befinden wir uns, wo müssen wir hin. Kann uns Google Maps, kann uns Apple immer sagen. Aber sobald wir ein Gebäude betreten, weiß das Handy das nicht mehr. Und dieses Problem können wir lösen, ohne neue Infrastruktur zu verbauen, weil wir einfach die Lautsprecher verwenden, die schon installiert sind. Unser Ziel ist, dass Cupango in jedem Lautsprecher der Welt funktionieren kann. Das heißt, wir möchten jeden Lautsprecher der Welt dafür nutzen, dort die Position zu bestimmen. An dem Ziel arbeiten wir jetzt erstmal, dass wir es mit Einzelhändlern schaffen. Das heißt, wir wollen, dass man sich im Einzelhandel, im Supermarkt navigieren kann. Bei mich stört das ganz, ganz massiv, dass wenn ich einkaufen gehe, ich immer kurz vor der Kasse noch sehe, aha, dieses eine Ding habe ich vergessen. Warum kann mir mein Handy nicht dabei helfen? Warum kann ich nicht sagen, Jonas, pass auf, du bist in der Gemüseabteilung, jetzt vergiss nicht die Tomaten und die Gurken. Unser Ziel ist natürlich, das Ganze nicht nur für den Einzelhandel zu machen, sondern wirklich in beliebige Branchen, zum Beispiel Flughäfen, Museen, Kreuzfahrtschiffe oder auch Autos zum Beispiel oder Krankenhäuser. Wir haben vom Mentoring-Programm enorm profitiert. Wir hatten nämlich zwei ganz spezifische Probleme. Das erste war, wie erkläre ich überhaupt, was Cupango ist und wie funktioniert das Ganze? Und da hat uns das Mentoring-Programm eine Plattform gegeben. Uns haben Gründer und Unternehmer, die es schon geschafft haben, die schon ihr Business etabliert haben, die haben uns geholfen zu erklären, wie stelle ich mein Produkt, mein Unternehmen vor, sodass es wirklich jeder sofort versteht. Das war das eine. Und das zweite war, dass über das Mentoring-Programm wir einen Pilotkunden gewonnen haben. Und zwar eine Einzelhandelskette aus Norddeutschland mit über 120 Filialen in Norddeutschland, die uns die Möglichkeit gegeben haben, über das Mentoring-Programm bei denen das Ganze auszuprobieren, sodass wir dort beweisen können, dass das, was wir versprechen, was Cupango mal machen soll, dass wir das auch der Welt zeigen können und dem Einzelhändler auch gleich einen Vorteil bieten können, weil seine Konsumenten können sich dann durch seine Filiale navigieren.